Also, wir mussten deinen 3-Uhr-Termin mit Bob Kane auf 4 Uhr verlegen, damit du Gary Allen dazwischen schieben kannst. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Nö. Und auch die Aufsichtsratssitzung in L.A. wurde für den 12. bestätigt. Ich habe dich auf den 9 Uhr Morgenflug gebucht. Weißt du was? Ich sollte diesen Trip absagen. Hast du von den 2 Flugzeugabstürzen gelesen? Ich sag dir, sowas passiert immer in Serie. Also 3-mal. 3-mal? Sam, bitte krieg dich wieder ein. Du lebst ein wunderbares Leben. Eben, das haben die anderen auch getan. Erstaunlich, hä? Einfach so, zack, weg, Blackout. Oh mein Gott, schau dir diesen Lamborghini an. So ein Auto werde ich auch fahren, wenn ich 1 Million im Jahr verdiene. Ja, zahl du lieber erstmal deinen Hyundai an. Hey, mach dich nicht über meinen Hyundai lustig. Was hat der Arzt gesagt? Er sagte, dass es ansteckend ist. Sehr ansteckend. Ich hätte heute nicht zur Arbeit kommen sollen, aber... Was soll ich tun? Was ist mit deinem Hautausschlag? Mit dem Hautausschlag? Gar nicht gut. Er breitet sich aus. Wieder auf deinen Genitalien? Überall. Der Arzt sagt, ich soll auf keinen Fall jemanden anfassen. Oh, tut mir leid. Das kann später etwas jucken. Das Leben hier vorgegeben, friss oder stirb. Die Stadt, die nie verliert. Guten Morgen, Susan. Hören Sie, wenn die Leute aus Shanghai ankommen, dann... Sind schon da. Jetzt schon? Die sind aber früh. Ich weiß. Und Andy Dillon hat angerufen. Er sagte, sie müssten das Gehaltskonto sofort transferieren. Sofort? Jo. Karl, kannst du das erledigen? Sicher. Gib mir einfach deinen Zugangscode. Diskretion, hm? Und wo du schon dabei bist, kannst du das hier auch machen? Aber sicher doch. Ni hao. Ein paar Zahlen mehr ist es nicht. Sekunden schnell verändern sie sich. Dieses irre Glücksgefühl ist das Schönste an dem Spiel. Das ist das Wesen der Hochfinanz. Und Schritt für Schritt lernst du diesen Tanz. Das ist so ein irrer Kick. Machst Millionen mit dem Blick. Das Leben hier. Verweigert? Was zum... Gute Nacht, wir sehen uns, Karl. Hey, Sam, hast du noch eine Sekunde? Etwas stimmt nicht. Das Mark Greenberg und Larry White-Konto. Ich komme da nicht rein. Irgendwie stimmt dein Zugangscode nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe ihn gerade eben geändert. Geändert? Warum? Ich muss mir das genauer anschauen. Stimmt was nicht? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Klar, sicher. Was ist los? Auf einigen meiner Konten ist zu viel Geld. Zu viel Geld? Das ist lächerlich. Wie könnte da zu viel Geld sein? Das muss ich eben herausfinden. Ich gehe gerade die Ausdrucke Zeile für Zeile durch. Sam, das ist Wahnsinn. Das dauert doch Stunden. Ja, klar, hat es schon. Und ich muss Molly in ungefähr 20 Minuten in der Wohnung treffen. Dann lass mich das machen. Ich finde das für dich raus. Wirklich? Ernsthaft, ich habe heute Abend nichts weiter vor. Karl, vielen Dank. Du hast was gut bei mir. Mach ich doch gern. Also, und wo geht ihr beiden hin? Zu einer Vernissage. Erinnerst du dich an die Galerie in der Mott Street? Von Molly sind 2 Werke in der Ausstellung. Deshalb werden wir 4 Stunden in einem Raum voller Schmarotzer verbringen und billigen Wein aus Plastikbechern trinken. Hey, willst du nicht später auf den Sprung vorbeikommen? Nein, ich habe viel zu viel zu tun. Hey, ich will trotzdem einen ausführlichen Bericht davon haben. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Das ist die Chance, New York.